Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste, ihr Lieben, zu unserem Tagesimpuls vom 23.06. Die Tagesenergien für heute sind das 8. Siegel Mesonadi, hatten wir, glaube ich, vorgestern. Dann das 11. Siegel Karina. Wow, und das 4. Siegel Bayonada, genau wie gestern. Ja, heute geht es einmal mehr um wirklich die Reinigung, dass dein Herzplan, deine Herzwerte, das, was du dir für dieses Leben vorgenommen hast, erfahren zu wollen, erleben zu wollen an Energie. Nicht, ich meine nicht mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Frau, mein Mann, sondern wirklich, was du leben möchtest in erster Linie. Dass das wirklich befreit werden kann, dass es befreit werden kann und du immer mehr in dir selbst, in deiner Essenz, in deiner Kraft einfach das lebst und dass das, was dazu gehört, durch Attraktion, durch das Gesetz der Resonanz in dein Leben gezogen wird, dass das Kämpfen einfach aufhören darf. Und dabei unterstützt dich Mesonadi, ja, um wirklich alles zu wandeln, was dich von diesem Herz-Werte-Plan einfach trennt. Und ich habe neulich in einem Vortrag einen wunderbaren Satz gehört, der hat mich total inspiriert. Ja, dass wir ja wirklich, es ging einfach auch um das Kollektiv, dass wir wirklich so viele Möglichkeiten haben, Transformation einzuläuten. Die einen gehen auf Demos, die anderen kämpfen, die anderen meditieren und schicken Licht. Und es gibt so viele Wege und jeder Mensch hat wirklich auch eine andere Aufgabe. Aber es geht natürlich auch in dieser Zeit um den Frieden. Und Frieden beginnt immer in mir. Das haben wir auch in den letzten Wochen so oft gesagt. Ja, dieses Here is peace and there is peace and peace begins in me. Da ist Friede, da ist Friede. Und Friede beginnt in mir. Und das Schöne ist, für Frieden brauche ich nur mich selbst. Für Krieg brauche ich immer zwei. Und es bedeutet eben auch, wenn wir im Krieg sind, im Konflikt mit jemandem. Sehr oft ist es ja so, dass wir uns in Beziehungskonflikten, viele Menschen kommen zu mir und sagen, dann hat er das gemacht, dann hat sie das gemacht, dann war wieder dies und dann war wieder das. Und immer dann, wenn wir beim anderen sind, dann sind wir beim anderen und nicht bei uns. Dann sind wir in der Projektion, dann sind wir im Außen, dann sind wir im Film, aber nicht in unserem Inneren, in unserem eigenen Drehbuch. Wir schreiben dann nicht unser Drehbuch, sondern wir spielen unser altes Drehbuch weiter oder wir spielen auch im Drehbuch des anderen mit. Und Mesonadi hilft uns einfach damit aufzuhören, diese alten Schmerzprogramme, die uns von unserer Essenz trennen, wirklich jetzt in die Wandlung zu bringen, ja, in Frieden mit uns selbst zu gehen, dass der Krieg, der in unserem Inneren stattfindet, wo wir uns selbst bekriegen, ja, der Krieg mit dem Ego, mit unseren niedrig schwingenderen Bewusstseinsanteilen, dass wir die einfach gehen lassen dürfen und wirklich voll und ganz unsere Essenz, unsere göttliche Reinheit, ich halte es hin, es spiegelt hier, unser Karina wirklich annehmen dürfen. Die göttliche Unschuld, die göttliche Reinheit ist unsere Essenz, die göttliche Vollkommenheit. Ja, wir tragen alles in uns, wir haben es einfach nur vergessen. Und egal in welchem Zustand wir sind, ich kann immer wieder nur an auch meinen Fernkurs Ho'oponopono erinnern, es geht nicht darum, jemanden zu vergeben. Es geht darum, auch nicht mir selbst zu vergeben. Es geht darum, in den Zustand vor Vergebung eines Schmerzes zu gehen, zurück in meine ursprüngliche Vollkommenheit. Ho'oponopono bedeutet den Weg der Vollkommenheit gehen und das bedeutet im Klartext anzunehmen, dass wir vollkommen sind, einfach in dieses Bewusstsein zurückgehen, das ist der Weg. Diese Vollkommenheit unserer Essenz, diese Reinheit, diese göttliche Unschuld anzunehmen. Und dabei hilft uns Karina, diese göttliche Reinheit, diese göttliche Unschuld eben anzunehmen, alles, was unsere Essenz beschmutzt hat in diesem Leben oder auch in einem vergangenen Leben, wirklich in die Reinigung zu bringen, damit wir in die Klarheit über unsere Herzenswerte kommen, über das, was wir gestern besprochen haben, was uns so wichtig ist, was wir in diesem Leben erleben möchten. Frieden, Harmonie, Liebe, Erfüllung, Glückseligkeit,
Dankbarkeit, ja, was sind wirklich so die Werte, die du primär in deinem Leben haben möchtest? Was ist dir das Allerwichtigste? Das ist vielleicht nicht eine Frage, die man so mit einem Fingerschnipsen beantworten kann. Das ist was, was entsteht und was auch immer klarer wird. Und zunächst mal hört sich das wirklich alles wunderbar an. Ja, aber wenn du wirklich so ganz tief in dich hineinspürst, dann wirst du auch eine Reihenfolge feststellen, was dir am wichtigsten ist und am zweitwichtigsten. Und wie du das wirklich als Attraktion in dein Leben ziehst. Ja? Und dabei unterstützt dich bei Junada, dass du deinen göttlichen Plan lebst. Und das Wunderbare ist, das ist auch das, was Erzengel Michael mal in Channeling sagte, wie Manifestation funktioniert. Uns wird ja oft beigebracht, ja, wir sollen uns vorstellen, wie wir unser Leben halt haben möchten, dieses Haus und das und so weiter. Und dann soll man das mit Emotionen aufladen. Aber das sind einfach nur Bilder, die wir vom Verstand erzeugen, die oftmals auch aus dem Mangel heraus erzeugt werden, weil wir dann natürlich im Zustand des Nichthabens sind. Aber wenn wir uns daran erinnern, warum wir etwas möchten, zum Beispiel dieses besondere Haus oder die Partnerschaft, dieses und jenes, was steht mit dir zum Beispiel, wenn man das Thema Geld nimmt, kann man das sehr schön erklären. Was verbindest du mit einer bestimmten Summe an Einkommen? Die Erfolgstrainer sagen ja, visualisier, dass jeden Monat so und so viel auf dein Konto kommt. Für den einen ist es Sicherheit, für den anderen ist es Freiheit, ja, tun und lassen zu können, was man möchte. Für den nächsten ist es Geborgenheit, ja. Und die Frage ist einfach, was bedeutet das, wonach du dich sehnst für dich? Was ist dein Motiv? Und das ist dein Handlungsmotiv, dein innerer Wert. Ja, und wenn dein innerer Wert Sicherheit ist, dann bist du anders gepolt als jemand, für den einfach diese Summe Einkommen Freiheit bedeutet. Und so schau einfach mal in deine Wünsche und in deine Träume. Und dann schaust du, wo hast du diesen Wert? Wo hast du zum Beispiel Sicherheit oder Freiheit oder Geborgenheit schon? An welcher Stelle in deinem Leben hast du das schon? Und du hast es an irgendeinem Punkt, in einer Beziehung zu einer guten Freundin oder in deinem Job oder du hast ein schönes Zuhause oder in deinem Elternhaus oder. Irgendwo musst du dieses Gefühl kennen, sonst würdest du nicht danach dich sehnen, mehr davon haben zu wollen. Und wenn du dann an diese Stelle deines Lebens gehst und wirklich Dankbarkeit fließen lässt dafür, dass du in diesem Bereich deines Lebens schon Sicherheit empfindest oder Freiheit, was es eben ist, dann wirst du ganz schnell mehr davon in dein Leben ziehen und du wirst auch mehr erkennen, wie das Gesetz der Manifestation wirklich funktioniert. Das sind unsere Werte, die wir wirklich in Dankbarkeit in das Universum hinaus katapultieren. Und es ist nicht der Mangel, der uns reich werden lässt, ja, sondern es ist immer die Dankbarkeit. Und ja, dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt sehr, sehr gerne mit dir und allen lieben Verbundenen erzeugen. Die Klarheit deiner Herzwerte, dass sie in dein Leben kommen dürfen. Und nochmal einen schönen Satz, den ich die Tage mal aufgeschnappt habe, so ganz nebenbei, geht sinngemäß ungefähr so, nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen sind glücklich. In diesem Sinne, lasst uns dieses Bewusstseinsfeld, ja, der Dankbarkeit, dass unsere Herzenswerte gelebt werden dürfen, jetzt gemeinsam initiieren. Om Mesonadi, Om Karina, Om Vayunada, Om Mesonadi, Om Karina, Om Vayunada, Om Mesonadi, Om Karina, Om Vayunada, Om Mesonadi, Om Karina, Om Vayunada. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag voller Dankbarkeit, an dem du glücklich bist und deine Werte erkennst. Bis morgen. Ciao. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest,
findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.